Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Wir müssen hier mal ein ganz kleines Stück nochmal erneut spielen, weil ich es hier vorne erst gespeichert hatte. Also holen wir uns nochmal alles hier, was geht. Zumindest glaube ich es, aber wir waren Ende letzte Folge, glaube ich, schon hier in der Mitte. Und hatten die hier alle schon besiegt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kriege ich den so? Ja, schwierig. Ich glaube, ich hatte den irgendwie so geholt. Ja. So war's. Einmal fesseln. Ich glaube, der hatte auch Klebeband dabei. Und Mulas. Nee, nur Mulas. Okay. So, dann haben wir den schon mal. Dann holen wir uns noch ihn hier. Hier oben war die 3 mit den Flugdingern, ne? Genau. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, Entschuldigung. Wenn man mehrere Spiele Let's Playt, ist das immer gar nicht so einfach, sich immer zu merken, wo man stehen geblieben ist, was man schon gemacht hat. So, was macht man eigentlich mit den guten Typen hier? Wir haben hier einen Mudokon und da oben noch einen und links unten auch noch einen. Ich hatte eigentlich irgendwie eine Erinnerung, dass ich dieses Gruul mir nochmal besorgen konnte. Ich glaube, da mussten wir einfach ein Stück zurück, oder? War das nicht weiter unten? Komm ich hier hoch? Natürlich nicht. Dann probieren wir das nochmal eben. Ich dachte, ich hatte das aufgeladen, aber ich... Ja doch, ich bin mit dem wieder ein Stück runtergefahren. So, ihr kommt mit. Dann fahren wir alle nochmal zusammen runter und ich glaube, hier unten war doch das Portal, ne? Was nicht? War das woanders? Verdammt, ich bin schlecht vorbereitet. Nein, hier unten ist es. So, komm mit. Irgendwas hatte ich doch in Erinnerung. So. Ah ja, ist doch gut. Hüpft hinein. Wir haben... Einmal Dings. Ja, jetzt haben wir es. Perfekt. Dann können wir oben starten und es geht weiter. Dachte nicht, dass wir jetzt noch so lange, naja, 3 Minuten, nicht ganz, nochmal spielen müssen, aber ich hatte nicht dran gedacht, dass wir ja da unten noch das Portal hatten. So, wir ziehen einfach mal am Hebel. Moment, hier sind noch Fächer, Schließfächer, wie auch immer. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wo kommen die her, was können wir tun? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Steinbonbons ohne Ende. Können wir ja bloß betäuben. Brauchen wir wieder Fitzy Dings. Nein. Jetzt habe ich ihn. Du auch nicht. Ach, die da oben sind doof. Da trifft man sehr bescheiden. Komm schon, wirf. Wir haben auch nicht mehr so extremst viele Steinbonbons. Oh nein, nein. Ah, ach, scheiße. Okay, hier wird es ein bisschen komplizierter. Auch wenn jetzt müssten wir das... Nee, wir müssten es nicht alles nochmal machen. Weil ich hier oben nochmal durch den Checkpoint gelaufen bin, ne? Ja, genau. Okay, na wenigstens schon mal das. Gut, also da unten ist ein ziemlich beschissener Standort. Hat sich gerade so rausgestellt. Können wir denn irgendwo... Ab hier kann ich chanten? Ich glaube... Ach, nee, ich bin doch doof. Wir hatten die doch hier auf die Plattform gestellt. Ach, verdammt. Und dadurch konnten wir die... Jetzt habe ich die alle da unten reingejodelt. Kacke. Na gut. So war's. Ich glaube, wir hatten irgendwelche anderen Mudokons da unten hingepackt. Naja. Wie auch immer. Ich würde jetzt trotzdem erstmal vorschlagen, dass ich hier hochgehe. Eigentlich wäre das Beste, wenn wir hier einen chanten könnten. Kriege ich den, wenn der betäubt ist? Ja. So, dann können wir nämlich gleich hier rumballern. Dann können wir mit dem nämlich auch hier runter. Ballern hier oben lang. Genau. Jetzt haben die sich... Ach nein! Ah, das ist natürlich doof. Entschuldigung, ich habe nicht dran gedacht, dass wir dann trotzdem noch da blöde rumstehen. 42 haben wir. Kriegen wir hier nicht noch ein paar mehr raus? Ja, 50. Okay, es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie viele Etagen noch kommen werden. Wir hätten uns das definitiv einfacher machen können, wenn wir die Mudokons hier draufgestellt hätten. So, ich bleib jetzt einfach mal auf dem stehen, dann kommt der nämlich oben nicht raus. Und dann können wir uns mit dem hier eigentlich ganz entspannt um die hier hinten kümmern.
Ich glaube, das ist erstmal die bessere Variante. Die da oben bleiben stehen, genau. So ist eigentlich ziemlich cool. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Und somit verlieren wir nicht einen einzigen Mudokon. Geil. Nein, 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 mach schnell. Ah, Mist. Ich dachte schon, wir verkacken es jetzt. Ja, easy. Haben wir doch die richtige Lösung gefunden. Man muss halt auch erstmal gucken, aus welchen Ecken kommen die gekrochen. Was machen die so? Und dann kommt man hier eigentlich ganz cool durch. Haben wir jetzt schon nachgeladen? Ich verballer noch mein Magazin. Nur zur Sicherheit. Und damit haben wir alle. Und zack. Ja, sehr schön. Coole Sache. Jetzt müssen wir bloß mal gucken wegen den da oben. Ah nein, weh, ich sterbe jetzt, weh, ich sterbe jetzt. Shit, den haben wir bloß betäubt. Ah, jetzt sind wir gerade ein bisschen in einer doofen Lage. Gibt's mal noch einen Fitzy-Pop an den Kopf. Noch einen. Dann ist der zumindest komplett weg. Einer kommt jetzt oben noch raus. Den hätte ich gerne. Dann können wir nämlich die hier unten holen. Da kommen aber unendlich viele nach. Das heißt, wir müssen... Jetzt müssen wir mal schauen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier runtergehe, kommen die durch. Das heißt, ich schnapp mir einen von denen. Perfekt. Jetzt haben wir bloß noch den unten und der kann uns erstmal egal sein. Hier oben dürften keine... Doch, hier kommen immer wieder welche nach. Okay, wir müssen einfach irgendwie schnell hier hoch. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen den Strom anscheinend noch anschalten. Ah, ich will jetzt nicht nochmal sterben. Das wäre richtig ärgerlich. Nehmen nochmal ganz schnell die Steinbonbons. Mist, wir müssen irgendwie den Strom noch anstellen. So, ich hau jetzt den erstmal allen eine auf den Kopf. Schaden kann ich hier nämlich nicht. Wie man gerade unschwer erkennen konnte. So. Müssen wir jetzt nochmal an dem Hebel ziehen? Ne, wir müssen nach rechts. Müssen wir da oben durch? Bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich müssten wir die alle mal wegkriegen. Idealerweise mit einem Fitzy. So, zack. Einer. Zweiter. So, das Stromkabel geht hier unten lang. Wir müssen hier runter. Okay, ich muss also hier so einen Typen chanten. Ach, genau. Haben wir das nicht auch schon gemacht letzte Folge? Oder war das einfach schon so? Bei der Etage davor. Aber ich erinnere mich dran, dass wir schon mal mit so einem Dude genauso einen Spaß hier gemacht haben. So, runter mit dir, bevor der nächste kommt. Drück den Schalter. Ah, es kommt kein nächster, weil der noch lebt. Okay. So, wir haben es. Jetzt müssen wir schnell wieder hoch. Idealerweise ohne zu sterben. Perfekt. Oh, hier ist noch ein Schließfach. Das wollte ich nicht übersehen. Und wir haben die nächste Etage erreicht. Und das Spiel hängt. Ah, es geht wieder. Ich hoffe mal sehr, es gibt irgendwo einen Checkpoint. Ja, da oben ist ein Checkpoint. Perfekt. Zieh am Hebel, um Lagerzelle 6 zu öffnen. Oh, hier sieht es schon komplizierter aus. Ich sag mal, der Alarm durch diese Laserdinger kann uns ja eigentlich egal sein, weil ist eh gleich Bambule. Kann ich denn da was gegenwerfen? Explodieren die dann? Wow. Okay, es kann uns nicht egal sein. Ach du Scheiße. Aber Slicks sind erstmal nicht unterwegs, oder? Haben wir jetzt irgendwas zum Löschen? Wir haben keinen Feuerlöscher. Natürlich doof. Der Hebel ist wieder da unten. Ah, ich hätte es nicht auslösen dürfen. Das war ein bisschen doof. Na, wenn das mal nicht mutig war, dann weiß ich auch nicht. Das war klar. Na gut, aber jetzt das Ganze nochmal ohne Feuer. So, du gehst zurück. Dann kann ich hier entspannt langlaufen. Dann kann ich doch eigentlich hier runterfallen, oder? Ah, der Mist, nein. Ring hier drüben, nein. Ah, Mist, ich vergesse immer, dass sobald der hangelt, können wir nicht nach oben springen. Das ist halt so ein bisschen das Doofe an der Geschichte.
der kleine Ape anscheinend nicht genügend Kraft für. Nee, es geht nicht. Wir können immer nur so schräg springen. Jetzt haben wir ein Problem. Ach, Mist. Gut, also wir müssen ganz schnell links, rechts, links, rechts. Ich glaube, dann können wir es schaffen. Und ich glaube auch, wir sind ganz oben angekommen. Hätte ich zumindest absolut gar nichts dagegen. Nein, na. Ich hab's versucht. Ich habe versucht, noch zu überleben. Keine Chance. Aber was wir mal gucken können, ob wir das schaffen. Ach komm. Also ich, meiner Meinung nach, war ich nicht im Laser drin. Es geht schon wieder richtig geil los hier. Obwohl, was heißt losgehen? Halbe Hälfte der Folge ist schon rum. Ach ja, ich darf es nicht zu hektisch machen. Mann, was ist heute los? So, wir warten, bis der weg ist. Dann hier runter. Dann ganz schnell runterspringen, Hebel ziehen. Hier drüber springen. Ui, das war schon wieder ganz schön knapp. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Es ist so kompliziert. Und ich stelle mich auch schon wieder doof an. Ah, glaubt mir, wenn man selber spielt, ist das immer noch mal was ganz anderes, als wenn man nur zuguckt. So, hier drüber. Dann müsste ich jetzt eigentlich an den hoch, dann an den hoch und der hat sich wieder nicht festgehalten. Ja, jetzt kommt das Ding. Ach, Leute. Aber ihr habt es gesehen. Ich bin eigentlich richtig gesprungen. Wir müssen von der unteren linken rechts hoch und dann links hoch. Und dann haben wir es eigentlich. Der hat sich wieder nicht festgehalten an dem Ding. So, jetzt diesen, dann diesen, dann diesen, dann diesen. Ach, scheiße. Nein, nein. Bitte nicht. Ah, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Jo, wir haben's. Müssen wir bloß mal mit dem Ding da oben noch gucken. Nein. Geh weg. Geh doch weg. Ach, nein. Scheiße. Es geht echt beschissen los hier. Oder beschissen voran. So, jetzt runter. Ah. Er hat sich aber da oben, als wir gerade gestorben sind, schon wieder nicht an der Ecke festgehalten gehabt, obwohl ich rangesprungen bin. Ich weiß nicht, ob es das Spiel so genau nimmt oder ob es einfach buggt. Aber irgendwie kommt das tatsächlich sehr, sehr häufig vor. So, diesen, 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 diesen. Ah, hör auf, Feuer. Roll dich, roll dich, roll dich. Ach, warum? Sonst schafft er das doch auch. Ah, es tut mir leid. Es wird eine ganze Folge lang nur mit diesem Müll hier werden. Also eigentlich macht es ja auch Spaß und ich finde es auch cool, wenn man es nicht gleich beim ersten Mal schafft und sich Stück für Stück verbessert. Aber ich weiß, ich weiß halt nicht, wie es bei euch ankommt, wenn ich so oft sterbe. Ob das zu langweilig ist oder ob es euch nervt. Aber glaubt mir, ich versuche mein Bestes zu geben. Mehr kann ich leider nicht tun. Ich habe wieder doppelt gedrückt und er ist nicht doppelt gesprungen. So, wenn wir es jetzt schaffen, dann schaffen wir es. Probier das nicht. Ich warte, bis der weg ist. So, jetzt hier rüber. Runter, runter springen. Hebel drücken. Ein Sprung, Doppelsprung. Hier hin. Ich habe wieder nach oben gedrückt und er hat es wieder nicht getan. Es tut mir echt leid. Ja, jetzt sind wir gleich wieder tot. Ach, Mann. Es ist halt irgendwie echt kompliziert mit der Steuerung. Ich weiß auch nicht, aber ich kann nur nach links oder rechts drücken und springen. Manchmal springt er dann halt hoch an den, manchmal aber auch rechts. Das ist irgendwie etwas komisch. So, jetzt, hier, ihr habt es gesehen, ne? Ich habe nach rechts gedrückt und springen und er ist einfach nach unten weggefallen. Irgendwie hat er keinen Bock da drauf. Aber so war es ja prinzipiell schon richtig. Wir waren ja schon eigentlich so gut wie durch damit. So, springen, Doppelsprung. Wir sind an dem Ding dran. Springen, hoch. Springen, hoch. Springen, hoch. Springen, hoch. Jawohl. So, jetzt hier drauf. Jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen. Ohne dass uns das Ding erwischt. Wir müssen warten, bis die beiden weg sind. Springen, hoch, springen, hoch. Ja, wir haben's. Mach irgendwas auf. Nein, hier geht nichts auf.
Scheiße. Ach, das ist doch nicht der Ernst. Warum ist denn das nicht das Ende da oben? Da muss ich dann den ganzen Weg wieder zurück. Oh Gott, das schaffen wir im Leben nicht. Oh, ich dachte, da geht irgendwas auf und wir haben es geschafft. Ja, jetzt klappt's. Wenn ich es dann nicht doch noch verkacke. Ach, ja, und jetzt springt er wieder nicht. Ja, wir konnten uns ausrollern. So, spring, hoch, zack, das Ding drücken. Direkt wieder hier unten ran. Das müsste doch gehen, oder? Ja, das geht. Jetzt brennt es halt hier unten, das ist ein bisschen scheiße. Ja, und jetzt brennt er wieder. Ja, wir haben's. Nimm den Checkpoint nochmal. Kann ich den irgendwie nochmal aktivieren? Nee, kann ich nicht. Oh Gott, wir haben's geschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Ich will jetzt erstmal den Checkpoint da oben haben. Wir fahren jetzt erstmal kurz hoch. Nehmen den Checkpoint und dann fahren wir wieder runter, machen die Schränke leer. Ich will jetzt nur erstmal sicher sein, dass wir das geschafft haben. Das war nämlich echt ein ganz schöner Krampf. So. Was gab's hier? Mula und Kabelset. Wir haben außerdem Feuerzeug und Mula. Feuerlöscher. Cool. Hätte ich mal eher gebraucht, hier unten schon. Wäre ich schneller vorangekommen, obwohl die Zeit wäre auch nicht gewesen, um das Feuer zu löschen. Also doch Quatsch. So, ihr beiden kommt mit. Wir fahren mit euch hoch. Dann holen wir uns hier mal noch ein paar Steinbonbons. Das passt. Hier drüben gibt es noch Fitzy Pop oder Fitzy Boom. Fitzy Pop. Und ein bisschen Recycling können wir auch noch betreiben für die Umwelt. So. Können die da durchschießen? Nee. Ich glaube, wir könnten da mit Fitzy Boom rangehen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das kaputt geht. Aber es geht ja eh oben weiter, also brauchen wir das nicht unbedingt. Haben wir jetzt nochmal so eine Hebelziehaktion. Also wir waren anscheinend immer noch nicht ganz oben. Wer hätte es gedacht? Machen jetzt mal kurz diesen. Und dann lassen wir die mal alle hier warten. Weil hier kann ich noch chanten. Können wir den abballern. Und den holen wir dadurch. Das passt. So, dann haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe. Ich sehe auch aktuell keine Container-Dinger, wo unendlich viele wieder rauskommen. Da oben ist einer mit 3. Das Kabel geht hier unten lang. Also hier muss ein... Ach, da ist ja... Alter, wo kam der her? War der nur betäubt? Jetzt müsste ich ihn irgendwie treffen, ohne dass er mich trifft. So. Fesseln können wir ja. Also tun wir das auch. Und gib nochmal ein bisschen Klebeband wieder. Ja, 4 Stück. So, wenn ich hier drauf stehe, gut. Ist dann das Teil wieder zu. Das ist ja prinzipiell schon mal eine feine Sache. Hier unten ist der Hebel. Hier werden 4 Leute rauskommen. Die sind aber alle geblockt, dadurch, dass wir hier stehen bleiben. Dann kommen hier oben noch welche. Die können wir nicht blocken. Also muss ich mich um die kümmern. Und links kommen noch so eine Flugtypen. Ui. Ja, das heißt, wir holen jetzt erstmal unsere Mudokons. Stellen die alle hier unten hin. Hoffentlich kriege ich die so weit hier rüber. Ja, passt. Ja, die Tür ist zu. Und dann würde ich sagen, haben wir den Mülleimer schon? Scheint noch nicht. Würde ich sagen, wir bleiben hier stehen. Weil die können mich nicht treffen durch dieses Gitter in der Mitte. Und wir versuchen hier oben die Fliegenden zu chanten. Damit wir den Rest ausschalten können. Und dann müssen wir hier links, hier wird noch einer hochkommen, den noch chanten, damit er den Hebel drückt. So, Theorie steht. Praxis machen wir morgen in der nächsten Folge. Wir sind wirklich nicht sehr viel weitergekommen. Es tut mir leid, aber manchmal ist es halt so. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.